Und damit willkommen zurück zu Mass Effect 3 in der Legendary Edition. Ich verspreche mir jedes zweite Mal. In der Legendary Edition im Live-Let's Play. Willkommen. Reaper-Truppen! Die müssen noch von dem Angriff übrig sein. Oh. Ah, oh Gott. Ah, Baumflammen. Ah, Verwüster. Hier machst. Sonst irgendwas? Munition? Danke. Nee. Ja, dann rüber hier. Oh, hi. Hübsche Nippel. Leuchternippel. Dr. Nuris Arbeit mit dem Subjekt Paul Grayson hat sich als entscheidend für unsere Arbeit hier erwiesen. Durch die Droge Roter Sand konnte der Wille gebrochen werden, aber für eine allgemeine Vorgehensweise war das zu unzuverlässig. Wir haben bewiesen, dass Adrenalin und seine speziesabhängigen Äquivalente am effektivsten sind. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Die ganzen Leute. Ja. Weiter. Bei der Steigerung der Effizienz wurde ein wichtiger Umstand entdeckt. Die Benutzung von Drachenzähnen zur Herstellung von Husks ist genial. Die Reaper-Naniten hängen sich an das freigesetzte Adrenalin an, rasen durch den Körper und beschleunigen so die Husk-Umwandlung. Alter. Indoktrination untersuchen. Das Terminal ist beschädigt. Moment. Die Reaper wollten den Laden ausschalten. Vielleicht gibt's hier Antworten. Es ergibt keinen Sinn. Ich dachte, Cerberus kommt mit den Reapern aus. Was ist passiert? Ich hab's. Gehe zum Turm, um das Störsignal abzuschalten. Ich muss die Information rausschicken. Manche Flüchtlinge werden in Husks verwandelt, andere indoktriniert und zum Unbekannten verfrachtet. Mit dem Rest werden Experimente gemacht. Mein Vater will wohl herausfinden, wie die Indoktrination der Reaper funktioniert. Flüchtlinge mit Nahrung und Unterkunft anlocken, um sie zu Testsubjekten zu machen. Und wofür? Und so einer ist Vater? Ich glaube nicht, was ich da höre. Sie sagte, die Indoktrinierten wurden an den Unbekannten ausgeliefert. Darüber können wir ihn aufspüren. Gute Idee. Los, Miranda hat gesagt, sie wollte zum Turm. Dann auf zum Turm. Fortschrittsupdate. Abgelehnte Subjekte haben sich jetzt nützlich für genetische Vortests erwiesen. Die Sterberate beträgt natürlich 100%. Aber die dabei gesammelten Daten sind entscheidend für die Verbesserung der weiteren Tests an brauchbaren Subjekten. Anmerkung, nur Personal mit Sicherheitsfreigabe Alpha 3 und höher darf den Testbereich für genetischen Abfall betreten. Sicherheitsverletzungen aller Art führen zur sofortigen Aufhebung des Vertrags. Oh Gott. Was für eine Scheiße, Cerberus mal wieder baut. Aber ist irgendwie nichts Neues. Hehehe, versteh schon, was du meinst.
Das ist eine Maschinenpistole. Wie gut ist die denn? Hat den geringen. Ja, sehr geringen Schaden. Nee, danke. Danke. Jedes Mal, wenn ich Waffenänderung mache, wird die Eiswaffe deaktiviert. Okay, ich verstehe. Die Herstellung der Husks war unser erster Erfolg. Es sind zwar keine echten Husks, aber sie reagieren auf Reaper-Signale. Es wartet noch viel Arbeit, aber es geht voran. Wir sind nah dran. Den Indoktrinationsprozess zu verstehen ist eine Sache, aber ihn für unsere Zwecke zu nutzen ist etwas völlig anderes. Das ist Fließbandwissenschaft. Die Zahlen und die ständige Wiederholung nehmen uns das Denken praktisch ab. Effektiv, aber Entdeckungen brauchen Langsamkeit. Brauchen Sie das? Internes Memo, Prozessvereinfachung. Um unsere Abfallbeseitigung zu vereinfachen, wurden unseren Verseifungsentsorgungssystem eine leistungsstarke Verflüssigungssubstanz hinzugefügt. Ziel dabei ist, dass unser System die Mengen verarbeiten kann, mit denen zu rechnen ist, wenn mehr Subjekte in der Anlage antreffen. Als Folge dieser Maßnahme müssen sämtliche Mitarbeiter im Entsorgungsbereich zu jeder Zeit Schutzanzüge der Stufe 4 tragen. Ich habe Ihren Bericht, Mr. Lawson. Machen wir es kurz. Können Sie es schaffen? Theoretisch ist Kontrolle möglich, ja. Die von uns umgedrehten Reaper-Subjekte reagieren, aber der Zustand ist instabil. Das dachte ich mir. Keine Sorge, Henry. Mit Hilfe der Zuflucht kriegen wir das in den Griff. Er redet von Kontrolle über die Reaper, oder? Ist das überhaupt möglich? Keine Ahnung. Ich spiele den Rest ab. Geschafft. Wir können jetzt Ihre Kontrollsignale direkt ansprechen. Solange die Reaper-Truppen in der Nähe unseres Signals bleiben, können wir sie unbegrenzt kontrollieren. Ausgezeichnet. Und wie können wir diese Technik erweitern und auf die Reaper selbst anwenden? Das wird um einiges schwieriger. Jetzt wissen wir, warum die Reaper die Zuflucht angegriffen haben. Sie haben Cerberus durchschaut. Schlechte Nachrichten für den Unbekannten. Aber gute für uns. Endlich haben wir unsere Verbindung zu Cerberus. Fahre die Zugangsleiter runter. Los, Bewegung. Oh. Commander, Leiter. Da ist noch mehr. Sehen Sie. Oh. Verdammt. Hoffentlich ist sie bereit für ihn. Was soll... Das könnte man jetzt auch leicht falsch auffassen. Leiter hoch. Huch? Wie kann... Wieso seid... Shepard! Einen Ausgang suchen! Oh, komm! Okay. Sie setzen sich zur Wehr! Ja. Wir sind nah dran! Weiter! Oh nö, da ist irgendwo so ein Bett da. Weg mit dem Barrieremonitor. Sehr frech, dass sie sich halt eben zur Wehr setzen, ne? Können die sich nur zur Wehr setzen? Also echt, ey. Hallo? Lars, darf ich mal hier?
Achso, ist gar kein Eis drin. Eis, Eis, Baby. Nein. Natürlich triffst du mich da perfekt durch. Zö. Schau mal, diese Sporenkapsel. Au. Nach Informationen suchen. Nach Informationen. Das sind keine Informationen. Oh. Hallo? Danke. Soll das ein Weg hier raus? Okay. Das soll das also. Deswegen wird sie festgehalten. Damit ein Weg hier raus! Ich glaube, das ist ein Weg hier raus, aber ich bin mir unsicher. Kannst du das nochmal wiederholen? Nein, okay. Eben kein Weg hier raus. Die bringt uns näher an den Turm. Ach, hier drauf sind wir jetzt. Wir waren vorne unten runter, glaube ich. Ja, hier waren wir. Toller Lift. Hier entlang. Ein wunderschöner Lift. Stolz auf dich. Oh, hi. Da kommen sie! Bleiben Sie außerhalb Ihrer Reichweite. Ah, Gott. Tschüss. Au. Ich hab's nicht mal gesehen. Dann nichts wie hin. Du hältst aus. Oder was war panzerbrechend? Hä? Ich hab gar keine panzerbrechende Munition. Oh. Brandmunition geht auch. Was ist effektiv? Eis ist effektiv gegen. Was? Schwächt Panzerung, also auch. Okay. Weiter voran, Kapsel beschädigt, Subjekt deaktiviert. Dann los! Ich weiß nicht, was ich genau gemacht habe, aber ich habe irgendwas gemacht. Ah, hier, die Kapsel. Oder? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Was auch... Ich habe Kapseln freigeschaltet, aber ja, wozu? Wofür? Hm.
Dann ist in irgendeiner dann irgendwas Interessantes drin. Zugang zum Turm gewährt. Dankeschön. Ich habe Angst vor. Hier konnte ich teleportieren. Sie haben's gehört. Bereit machen. Ich hab wieder. Warte mal kurz. Hier soll was. Ah! Ah, gut. Also, was gibst du mir jetzt hier? Die M99. Was ist denn? Was bist du? Du bist ein Sturmgewehr. Okay. Das sind wir. Wegen seiner Stoppwirkung wird es scherzhaft auch das große Eisen genannt. Jedes M99 selber wird in Wiederverwendung hergestellt, was ein teurer. Also für mich selber nutze ich die, allerdings für. Du. Ha. Guck mal nochmal. Ja, nett. Oh. So, jetzt sind wir hier oben. Sie haben's gehört. Bereit machen. Shepard. Hi. Commander Shepard. Ah. Perfektes Timing. Die Waffe runter. Nein. Orianna wollte mich erschießen. Ohne Zweifel Mirandas Einfluss. Leider daneben. Wo ist Kai Lang? Ich weiß nicht. Weg. Hat meine Forschung genommen und uns zurückgelassen. Miranda, hören Sie mich? Das ist nah genug. Alle beide. Ich werde beenden, was Kai Lang nicht getan hat. Jetzt ist Schluss. Im Gegenteil. Die Reaper sind kein Problem mehr. Wir haben einen Ausweg. Loslassen. Shepard, er darf sie nicht haben. Warum sind ihre Augen so gelb? Shepard, bitte. Wenn Sie sie mitnehmen, sind sie tot. Wenn nicht, überleben sie vielleicht. Ich habe Ihnen nichts getan. Es geht nicht um Sie und mich. Lassen Sie sie los und gehen Sie. Ich sag's nicht nochmal. Gut, nehmen Sie sie. Aber ich will leben. Deal? Ah! Kein Deal. Miranda? Miranda, es tut mir leid. Psst, hör mir zu. Hör zu. Ich wollte ein normales Leben für dich. Heiraten. Kinder. Was ich nie haben konnte. Er hat mir von dir erzählt. Danke für die Rettung. Du verdienst ein Leben, Orianna. Shepard. Ich bin hier. Bevor Kai Lang ging, habe ich ihm einen Sender angehängt. Einen Sender? Sie denken an alles. Nicht an alles. Niemand ist perfekt. Aber Ori ist in Sicherheit. Ich habe noch nie jemanden wie Sie getroffen. Nein, haben Sie nicht. Ihre Schwester ist bei mir sicher. Gut. Ich wünschte nur, ich... Miranda. Miranda. Sorgen wir dafür, dass jeder von diesem Ort erfährt. Das Störsignal wurde deaktiviert. Hören Sie, das ist kein Flüchtlingslager, sondern eine Cerberus-Anlage unter Leitung meines Los, Vaters. Los, Orianna. Wir bringen sie weg von hier. Passt, jeder aus Mass Effect 2 stirbt einfach.
Ich war dagegen, dass Sie sich um die Zuflucht kümmern, Commander. Zu viele Unbekannte. Obwohl, eigentlich die wenigsten. Aber ich hatte Unrecht. Das Cerberus-Labor hat ja auf Großes hingedeutet. Aber damit hätten wir nie gerechnet. Was ist trotzdem traurig? So viele Flüchtlinge. Dieses Gemetzel. Nur um die Indoktrination zu studieren. Die Zuflucht musste geschlossen werden, Sir. Was Sie über die Reaper erfahren haben, war die vielen Opfer nicht wert. Die Information ist nützlich. Aber Sie haben recht. Der Preis war zu hoch. Wissen wir, wo der Unbekannte sich aufhält? Ja, Kai Leng hatte einen Sender von uns, als er sich zurückgemeldet hat. Gut, damit haben wir eine Chance, Cerberus aus dem Spiel zu nehmen. In der Tat. Für die Information wurden große Opfer gebracht. Ich werde die Rechnung begleichen. Wir vernichten Cerberus und dann sind die Reaper dran. Verstanden. Hackett's Ende. Wieso habe ich das eigentlich gesagt? Eigentlich sind die wirklich die wenigsten nur gestorben. In Anführungszeichen gestorben. Miranda. Morden. Aber ich glaube, Morden ist es so eine freiwillige Entscheidung, ne? Ob man jetzt sagt, ist die Frage, stirbt Morden so oder so? Zane, genau. Ja, Legion, ja, wie gesagt, in Anführungszeichen, ja. Ja. Der Beste sind gestorben. Aber Miranda tat mir damals auch schon echt leid, als ich sie hier abgewiesen habe, dann auf der Zitadelle. Boah, das war echt grausam. Die, so. Oh! Was sind das für Soldaten, die sich ein Lager ansehen, in dem Menschen zu Husks gemacht werden? Commander? Anscheinend haben die Vorfälle auf Horizon Tali sehr mitgenommen. Sie ist in der Lounge, falls Sie nach ihr sehen möchten. Diese Dreckskerle sind doch keine Menschen. Die Allianz hat mehrfach vor der Zuflucht gewarnt. Diese Schweine. Horizon war meine Heimat. Oh. Sagen Sie mir nur, dass Sie Cerberus erledigen. Natürlich. Cerberus ist bereits tot. Sie wissen es nur noch nicht. Wenn Ihre Basis nur noch Asche ist, vergessen Sie nicht, dass Sie uns zu Ihnen geführt haben. Danke. Commander? Gut, aber ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge dann in der Kapitänskabine wieder. Weil anscheinend haben wir Nachrichten. Und es fehlen noch zwei Schiffe anscheinend. Dort und dort. Alles andere haben wir anscheinend, aber gut. Das war's für die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir hören uns dann hier wieder. Bis dahin. Cheerio.